Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum letzten DLC bei Warhammer Chaosbane. Ich habe den Namen vergessen. Weißt du den gerade noch zufällig, Daniel? Kapitel 6. Herzlich willkommen zu Kapitel 6. Ja, genau. Das ist, ja. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Wir machen das Kapitel einfach fertig, hätte ich gesagt. Genau so ist es. Ich habe versehentlich nämlich auch den guten Menschen hier, der da rumsteht, versehentlich weggeklickt, also quasi mundtot gemacht. Aber wir müssen zu den Docks, also ich gehe mal davon aus, wir müssen was kaputt schlagen. Das ist Teil des Spiels, ja. Wird mit Sicherheit wieder einiges zu töten sein. Die Docks kommen mir so ein bisschen bekannt vor aus dem Vermintide gerade. Ja, weil in Warhammer sind auch nur einzigartige Docks. Also gibt es sonst in keinen Fantasy-Universum. Ja, du weißt, was ich meine. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder 20.000 Ratten oder sowas. So. Okay, die gefangenen Technikkusse retten. Aha. Wir haben auf jeden Fall schon mal keine Zeit. Wieso drücke ich denn Cooldown? Oh Gott. Ich habe noch Schiss vom Schwierigkeitsgrad des letzten. Apropos. Okay, jetzt bin ich bei dir. Ist gerade eingefallen, vom letzten DLC hatte ich ja noch einen roten Gegenstand gekriegt, aber der war noch viel schlechter. Achso. Achso, wir müssen ja da lang. Keine Ahnung, ich. Ja, ne, passt ja, schon, alles ja, gut, alles gut. Aus. Wenn man übers Schiff kann, gehe ich übers Schiff. Du als Zwerg! Du solltest doch. Ja. Also, so wie du riechst, meidest du grundsätzlich Wasser. Nein, nein, das hat nur Eau de Toilette mit drin. Also so. Eau de Toilette vielleicht. Ja. Kampfzwerg wieder da. Ach, alles ist beim Alten. Wir schnetzeln uns durch die Massen. Ja, mal gucken, wen wir heute wieder Nahrung bringen müssen. Vielleicht war das. Das war mit Sicherheit die Vorgeschichte. Das war mit Sicherheit die Vorgeschichte, dass der gesagt hat: Ja, aber bei den Docks, das sind unsere Lieferungen mit frischer Nahrung. Wir haben nichts mehr zu essen. Wenn du uns hilfst, dann helfe ich euch mit dem Kapitel. Würde aber nicht dazu passen, dass wir jetzt die Technikusse befreien sollen. Aua, wer spritzt denn da rum? Vielleicht sind es ja die Köche? Oh, das war so ein kleiner Miniboss scheinbar. Korrekt, es war. Oder er hat was Rotes fallen lassen. Ey, ich krieg nichts Rotes mehr. Oh, noch was Rotes. Ja, ist sowieso alles noch platt. Hey, jetzt red mein rotes Zeug nicht schlecht. Doch. Und die Kiste. Alles nur Crap. Einmal wegschnetzeln. Oh, da liegt noch was. Ach, das ist was Blaues. Naja, gut, egal. Mit Blau befassen wir uns gar nicht mehr. Erkennst du eigentlich, was das für Gegnertypen sein sollen? Ich erkenne es gerade nicht, was das für Wesen sind. Nee. Also Skaven sind's nicht. Keine Rattenmenschen. Gerade nicht genug, ja. Na, mal gucken, wie oft wir zu den Docks müssen. Vielleicht ist ja ein Teil der Quest Schiffe versenken. Ja, das könnte durchaus sein. Ach komm, der rennt da vor mir weg hier. Hallo, was bin ich denn hier? Ich bin doch kein Dauerläufer. Ist hier ein Ausrufezeichen? Ja, ja. Das ist aber sehr seltsam platziert. Ich guck. Ah, da hinten war noch eine Kiste. Die haben wir übersehen. Unerhört. Unerhört. Da könnte wieder was Rotes drin sein für dich, ne? Ja. Ach nee, da kommen wir hin. Folge mir. Gleich. Ach so, nee, du kannst auch da weiterlaufen. Wir treffen uns eh. Ich säubere hier nur den Bereich. Naja, du hättest weiterlaufen können. Wir hätten uns dann wieder getroffen. Also, ich folge nur deinen Befehlen. Wenn du sagst, folge mir, dann folge ich dir auf den Fuß. Ist ja gut.
Kiste. Wenn du hier willst, dass ich eigenständig denke, dann hast du Pech gehabt. Oh, rat mal, was drin war, was Rotes. Oh Gott, echt. Ich habe jetzt 3 rote Gegenstände gekriegt. Rot anmalen zählt nicht. Was? Rot anmalen zählt nicht. Oh, das ist sogar mal was Besseres. Warte mal, jetzt muss ich kurz mal gucken. Ich glaube, wir nehmen das. Helmi? Schlechti. Okay. Weiter geht's! Wahrscheinlich ist das Zeug sowieso nicht wirklich. Oder es wird zumindest halt nicht als besser angezeigt, weil. Wir alle schon gesegnet haben, ne? Genau, richtig, ja. Ja. Haben wir auch gedacht. Vielleicht war das eine oder andere Rode, was ich da schon weggetan habe, durchaus besser. Aber halt nicht unbedingt, wenn es alle alten Segnungen hat. Dann warten wir auf das lilane Zeug, ganz einfach. Falls es sowas gibt. So, was haben wir denn da? Ein Technikus. So, erstmal hier Technikussen befreien. Sigma be praised. How did you Master Fogg sent me? Where are the others? I don't know. The heretics separated us so we wouldn't try to escape. They have to be close by though. How many? No more than 5 now. There were more, but the Steht cultists... da bei dir auch noch ein Gegner? 5. Mit ganz wenig Hitpoints? Lass uns hier in Ruhe ausreden. Er ist freundlich. Ja. Drum lasse ich ihn auch leben, wenn er mich nicht angreift. Und was macht er? Will der hin? Mach das nicht. Das war eine ganz dumme Idee. Er hatte seine Chance. Ja. Da war er so freundlich. Pustekuchen. Das ist wie in alten Rollenspielen. Sobald du eine Waffe ziehst, greifen dich alle an. Ja, genau. Da ist wieder ein Techniki. Oh, ganz viel Gegner. Sigmar be praised. I've given up hope. Thank you. Na, wenigstens labert er nicht ohne Ende hier. Ja, sagt einfach nur Danke und weiter geht's. Warte mal, hier oben geht's auch noch weiter. Da ist auch gleich der nächste. Ja. Ich bin dann aber ein bisschen überrascht, dass diese Zeitkomponente eigentlich gar nicht mehr weiterverwendet wurde. Die hatten wir die noch einmal außer innerhalb der ersten Mission? Welche Zeitkomponente? Na, dass da ein Timer stand, so nach dem Motto, hey, pass auf, du hast nur noch Zeit. Ach so. Ja. That's 2. Now to find the other 3. Finde ich aber auch gut. Ich hasse Zeitcounter. Ja, im Prinzip ist es nur durchrennen, abklappern und die Gegner halt hinter sich herrennen lassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Mehrwert, Spielmehrwert gibt. Nee. Vor allem zwingt dir das halt einen gewissen Spielstil auf. Ja. Ah, ich dachte, das ist eine Kiste, aber nein. Mein Näschen hat sich getäuscht. Es tut mir leid. Hast du Schnupfen? Der Gestank der Gosse. Der... Ach, come on. Jetzt fällt mir nichts ein. Siehste mal, ich bin noch nicht so gut drauf. Ja, laber mich nicht voll. Du bist der Dritte oder Vierte oder wer auch immer. Der Vierte. Sozusagen nichts Besonderes mehr. Wir hatten schon viele vor dir. Ey, das ist echt verrückt, ne? Diese eine Schwierigkeitsgrad-Umstellung. Dass es so immens der Unterschied ist. Naja, ist alles komisch. Ja. I owe you one man. Ja, einer noch. Ist okay. Ich hab das schon gesehen. Wir gehen runter. Warte mal, ich spitz mal kurz in die Gasse. Ah, da ist eine Kiste. Komm her. Na, die hat wohl den Gestank der Gosse noch übertüncht. Hm? Die war zu nah. Die war einfach zu nah. Oh, rat mal, was ich gefunden habe. Was Rotes. Nein. Doch. Nein. Doch. Hast du nicht. Doch, hab ich. Mein Gott, ey. Du hast doch echt nur auf Schaden und auf bessere Items geskillt, oder? Jupp.
Naja, nur auf kritischen Schaden, wenn ich ehrlich bin. Achso, das zählt wahrscheinlich dann auch für die Items, die droppen. Mehr kritische Items. Oh, thank the God. We've got to get out of here. There are horrors loose in the forge. Foul, twisted things. You can't imagine the things I've seen. I was at Kislev. I saw things there that would turn your bones to jelly. Now go. I will guard your retreat. So, jetzt bitte zum Ausgang. Okay, dann würde ich sagen, ab zum Ausgang, oder? Ja. Moment, den einen nehme ich dann noch mit. Das ist dafür, dass du rote Items kriegst. Hä, Moment mal, wieso eigentlich Gießerei? Waren wir nicht in den Docks unterwegs? Ja, aber du siehst doch, das ist ja auch eine Gießerei mit angeschlossen. Das ist, ach, wie bei so einem Aufbaustrategiespiel. Du baust halt immer das da, das, wie bei Anno, ja? Du guckst halt, dass die Produktionsketten nah beieinander liegen. Ja, genau. Und jetzt musst du ja da wieder ein Konto dazwischen bauen, oder? Nee, Quatsch, ein Marktplatz war das, glaube ich. Achso, ich wollte direkt weiter säbeln, aber da ist ja nichts zum Säbeln. Das sind ja unsere. So, ich red mal an. Your suspicions proved correct, Master Falk. The forces of Nurgle are loose in the Imperial Gunnery School. It's possible the entire complex has been overrun. We will know more once I've had a chance to speak with my colleagues. Thank you, my lord. Return to me when you are ready and I'll share what I've learned. Der hat einen witzigen Federhut auf. Ja, stimmt. Ich fand's nur lustig, dass die Fraktion, also bestimmt ist die richtig cool im Warhammer-Universum, mir sagt die jetzt gerade nichts, aber die Nurgle? Ich stell mir das gerade so schön vor, so wie die da irgendwie so immer so im Kampf so, ah, jetzt muss ich wieder kämpfen, so voll Kacke hier, voll Assi, oh, jetzt kommen die zwei schon wieder, was soll denn der Scheiß? Und jetzt kommt mein Kommandant und sagt, ich soll wieder angreifen, ey, was soll denn der Käse? Und die nörgeln dich die ganze Zeit zu. Tod durch Nörgeln. Tod durch Nörgeln, das finde ich einen sehr guten. Ah, durch die. Es gibt auch so allgemeine Fähigkeiten. Jetzt habe ich gerade mal geschaut. Wobei ich jetzt das irgendwie ziemlich Käse finde. Wenn ich einen kritischen Schaden bekomme, dann habe ich 6 Sekunden lang minus 0,6% weniger Schaden, den ich kriege. Gut, summiert sich mit Sicherheit auf, aber ja. Vor allem kosten die unfassbar viel. So, können wir? Achso, ich hab mein Schwert ja ein klein wenig gepimpt. Du hast Feuer drauf. Thanks, Sigmar, you're here. I've spoken with the engineers you rescued from the gunnery school. The situation there is even worse than I feared. We have been betrayed. Gustav Rikert has revealed himself to be a servant of Nurgle. When Magnus's army left for Kislev, he saw his chance to deliver the forges into the hands of his dark master. The complex has been overrun with cultists and other foul spawn of chaos. They intend to use the forges to create terrible war machines dedicated to their foul god. Nothing a good sharp axe can't handle, Master Falk. Where do we begin? Before we can deal with Rikert and his creations, we must save the forges themselves. Even as we speak, a dark consecration is underway to spread Nurgle's corruption throughout the complex. Time is running out. The ritual must be stopped at all costs. If the forges are corrupted, they will have to be destroyed, and the Empire will lose one of its greatest sources of power. Ja, ist schon gefährlich, wenn sich die Nörgelei durch die Gegend spreadet, ne? Ja, das geht sogar scheinbar ohne, dass man soziale Medien hat. Also wir müssen uns jetzt wieder anschleichen an die Nörgler, vielleicht hören wir sie dann auch. Vielleicht sagen sie doch, guck dir mal den Boden an, der andere hat gar nicht richtig gewischt. Guck mal, meine Rüstung, die glänzt auch nicht, das war früher mal besser. Und dann kommt der Großnörgler, der über alles und jeden nörgelt. Warum ist ja eigentlich alles so verbuggt? Moment, darüber nörgelt man nicht. Das ist frustrierend.
Du meinst, die haben sich dem schon hingegeben und da gibt's nichts mehr drüber zu sagen, weil man kann es sowieso nicht ändern. Weil sie haben es ja wiederum recht, weil es macht ja nur Sinn, über was zu nörgeln, was man auch ändern kann. Was? Da war hier der große, ja. Hä, ist bei dir noch ein Gegner? Ja, da war noch ein Gegner, der hat auch ein bisschen durch die Gegend gekotzt. Siehst du, der war von dem ganzen Nörgeln schon übel. Gleich den Loot einsammeln hier. Den habe ich gar nicht gesehen. Ey, wir sind jetzt schon eine Minute im Dungeon, nichts Rotes, es ist voll scheiße. Ich dachte, also ich habe hier was Rotes gerade aufgesammelt, war aber nur ein Fragment, ja. Ein Rotes. Du gibst dich schon mit allem zufrieden. Ja, es ist, schau mal, ich sammle hier auch rote Kugeln auf. Oh, ja, also. Warte, was liegt denn da? Nein, nichts Rotes. Wollte ich nur ärgern. Nur Geschenke für unseren. Ja, Geschenke nix. Oh, hallo, was bist du? Aua! So, wegbrutzeln. So, wo gehen wir nun lang? Unten, oder? Unten ist doch mit Sicherheit so der Kistenplatz wahrscheinlich wieder. Oder, ja. Kann sein. Oder ist nochmal so ein Halbgegner hier. Kannst du mal stehen bleiben? Halbgegner? Was ist denn ein Halbgegner? Ja, halb Boss, halb kleinen Scheiß. Achso. Was auch immer das hier ist. Was bist du für ein Trolli? Ach, Freunde. Ach, da liegt Gas. Sich ausgegast. Oh. Entschuldigung. Oh, da ist wieder so ein Halbgegner. Au. Irgendwas hat mich jetzt gerade erwischt. Das ist so ein bisschen das Wort des Tages für dich heute, oder? Der Halbgegner. Ja. Ja, wir müssen ja auch mal hier neue Begrifflichkeiten definieren. Ja, Sprache ist ja sowieso ist sich ein wandelndes Konstrukt. Ja. Insofern bin ich gespannt, wann das Wort Halbgegner offiziell in den Duden aufgenommen wird. Wie, das gibt's noch nicht? Oh, da muss ich da mal hier die Dudenvereinigung anschreiben. Den Duden-Fanclub. Den Duden-Fanclub? Gibt doch bestimmt einen Fanclub für den Duden. Gibt doch für alles Fanclubs. Da bin ich mir nicht so sicher. Man munkelt ja, dass die letzten Rechtschreibreformen jetzt eher so mäßig angekommen sind. Da haben die Fanclubs wahrscheinlich ein bisschen gelitten. Sind ein paar ausgestiegen, vermutlich. Oh, wir sind wieder in der Gießerei. Konnte das passieren? Ja, wir müssen jetzt auch die Ritualkammer irgendwo mal finden. Ich habe erstmal die Kiste gefunden. Das war ja klar. Aber hey. Keine Kiste bleibt unentdeckt. Nur, dass es dich beruhigt, es war nichts Rotes drin. Nee, das habe ich leider auch nicht. Also wenn man mit dir spielt, auf eins sich verlassen kann, ist, dass sämtliche optionalen Loots und Kisten mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit von dir entdeckt werden. Das ist echt. Oh, das ist furchtbar. Ich bin aber auch wirklich so, ne? Auch wenn ich so zock, Rollenspiel oder sonst was, ich muss in jede blöde Ecke gucken, ob da irgendwas rumliegt. Wenn so ein Rollenspiel 35 Stunden hat, brauche ich mindestens 50. Weil keine Ecke bleibt ungeguckt. Es könnte ja was drin sein. Ja. Im Regelfall nur Müll, aber dann hat man halt jede Menge Müll. Ja, ich sag nur Fallout. Wenn du was findest, dann mitreden. Müll. Oh, das ist schlimm. Du hast da so viel Loot in dem Spiel und wenn du da alles sammelst, oh, du kriegst eine Krise. Aber Fallout, ich meine, das ist ja auch von Bethesda. Die haben doch sicherlich auch wieder so ein Limit, wie viele Sachen du tragen kannst, oder? Natürlich.
Und du hast dann tatsächlich auch nicht gemoddet, dass du 20 Tonnen tragen kannst? Nein. Nein? Das eine Mal, wo ich Skyrim gespielt habe damals, das war ja wirklich furchtbar. So, nach jedem Dungeon erstmal irgendwo nach Weißlauf Zeug verkaufen. Oder irgendwann, wenn man die eigene Hütte hatte, einfach die eigene Kiste vollpacken. Naja, irgendwann hat man es halt draußen und nimmt nur noch das wertvollste Zeugs mit. Aber auch da bist du so schnell voll dann. Ja, also, genau. Also in Fallout ist es dann so, das wertvollste Zeug sind dann so Schreibmaschinen und Tischventilatoren. Ja, ist wirklich so, weil da einfach Zahnräder und so Zeugs drin ist, was du halt fürs Craften brauchst, was du so halt recht selten kriegst. Okay. Die sind aber auch dann wieder schwer, das heißt, da kannst du aber dann ewig viel mitnehmen. Ja, klar. Der muss ja eigentlich schon wieder das Umrechnen anfangen, oder? So Preis pro Gewicht. Ja, klar. Hallo? Was ist das für eine Sackgasse? Eine Sackgasse, nicht mal eine Kiste hier. Du bist also das finde ich ja frech. Du bist so enttäuscht. Eine Sackgasse, in dem Spiegel eine Sackgasse. Was erlauben die sich? Ja, also eine Sackgasse, wo kein Loot oder keine Belohnung für den Spieler ist. Das ist doch nichts mehr zeitgemäß heutzutage. Ja, alles muss doch vollgepfropft werden mit irgendwelchen... Schön, dass du hier geschaut hast. Ja, vor allem, wir spielen jetzt ungefähr schon, keine Ahnung, 10, 20 Minuten und noch kein Bing Bing, du bist der Beste, kein Achievement, kein nichts. Was ist das für ein Spiel? Ich bin enttäuscht. Ja, das kann ich nicht weiterempfehlen, das Spiel. Also ich möchte schon gesagt bekommen, dass ich der beste Spieler der Welt bin. Richtig. Mindestens einmal alle 5 Minuten. Oh, von welcher Spielreihe waren das? Bulletstorm, glaube ich. Die hatten mal so eine Demo rausgebracht, Kiste. Duty of Call, glaube ich, hieß das. Oh, ich habe rot. Ja, ist rot. Da haben sie Call of Duty verarscht. Das heißt, du bist dann auch Ego-Perspektive gelaufen und die Gegner, die haben sich halt nicht bewegt und alles. Und egal, was du gemacht hast, bist du nur einen Schritt gelaufen, hast du einen Schuss abgegeben, dann kam sofort Einblendung mit Supervisor, Superschütze und permanent. Die Gegner haben sich nicht bewegt, aber hast ihn erwischt an Super Sniper, Deluxe, Extra und Ordinär und sonst irgendwas. Das war richtig schön. Ach Gott. Wie ist denn das eine Spiel damals mit den 20.000 Enden, wo ich verspreche, die ganze Stanley-Parabel, ne? Ja. Das war ja auch so ein Ding, das sich ja die ganze Zeit so verarscht hat. Und da gab es ja dieses eine Achievement, das habe ich tatsächlich damals mal gemacht, das war irgendwie so 100 Mal eine Tür anklicken oder sowas. Und das Spiel hat dann quasi gemerkt, wenn du das machen wolltest. Und da habe ich die ganze Zeit dann so verarscht, so gemockt, so nach dem Motto, willst du jetzt wirklich dieses Achievement machen? Du siehst doch, dass da hier nichts passiert, ja. Du kannst dann noch 25 Mal draufklicken, es wird nichts passieren. Oh, da sind wir falsch. Ja, solche Art Spiele gibt es eigentlich viel zu wenig. Gerade humorvolle Spiele, was auch ultra schwierig ist zu machen. Oh. Ach, das sind Tiermenschen, die wir die ganze Zeit platt machen, okay. Erst töten, dann fragen. Ja, machen wir da weg, oder? Ja, logisch. Was ist mit dem jetzt wieder los? Der haut ab! Bleibst du da? Oh! Was? Ach du Ich kann hier... Ja, jetzt geht's nichts mehr, jetzt ist der Cooldown weg, aber... Umso mehr von diesen aufgeladenen Kugeln ich hab, umso mehr Fähigkeiten habe ich dann auch, wenn ich es aktiviere. Und ich hatte gerade die Fähigkeit, quasi in alle Richtungen so Klingen zu schießen, die dann wieder zurückkamen. Total cool. Ups, jetzt habe ich es weggeklickt. I must return and tell Master Falk that the... Er hat nur gesagt, das Ritual ist beendet, wir sollen wieder zurück. Ja gut, das Ritual ist beendet, ja, sehe ich. Ja, wir sind ein bisschen nachgeholfen. Wir sind die berühmten Ritualsbeender. Wir sind die Ritualcrasher. So, dann gehen wir mal hier raus. So Tiermenschen sind wir wieder unterwegs. Es war doch im ersten Teil auch schon so, dass wir zeitweise gegen die Tiermenschen kämpfen mussten. Mhm. Ja, natürlich.
Ach so. Gut, wir haben uns gedacht, wir machen jetzt eine kurze Pause, weil der gute Herr ist nicht gesprächig, er hat kein Ausrufezeichen. Es ist doch echt, also es ist doch... Ach, liebes Entwicklerstudio, kauft euch mal einen Beta-Tester. Einer wird reichen. Einer, nur einer, das reicht. Okay. Ich meine, das kann doch nicht... ohne Scheiß, das, so, wenn du dein eigenes Zeug spielst... Das kann doch nie, das kannst du nie im Leben übersehen, sowas. Ja, aber vielleicht, ja gut, aber das ist zwar jetzt keine Entschuldigung, aber vielleicht ist es auch so ein Co-Problem gerade. Das kann dann haben die ihren Co-Op-Scheiß halt nicht getestet. Ja, ich sag ja. Auch das ist eigentlich nicht nachvollziehbar. Nun gut. Na egal. Bis zum nächsten Mal oder bis gleich, je nachdem wie wir schneiden. Ich hab den Überblick verloren. Bis dann. Hallihallo, da sind wir wieder. Ich hab keine Ahnung, ob das jetzt gleich im Anschluss kommt, eine andere Folge ist. Ist mir auch völlig egal. Der Typ ist jetzt quatschbereit. Daniel ist auch wieder da. Wir legen weiter los. Ja, gucken wir mal, wie viele Missionen jetzt wieder gesprächig ist, bevor es ihm wieder die Stimme verschlägt. Stop to the Ritual Master Falk. The Forges are safe from corruption. The Empire owes you a great debt, my lord. Thank you. Now we can focus our efforts on defeating Rikert. Return to me when you are ready and we will discuss our... Red doch einfach. Mach doch nicht immer ein, komm erst wieder zu mir, wenn du bereit bist. Genau, das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht, weißt du? Die forcieren aber auch, dass du die Leute dann 20 Mal anklicken musst, ne? Oh, jetzt kriegst du erstmal wieder überall... Boah. Fertig, kann ich? Ja, ja. I've been speaking with my colleagues about what they know of Rikert's plans, but they have little to add. Other than getting the forges running, they were kept away from the actual work in the manufacturing chambers. However, I believe there may be a way we can learn more. How? When Rikert and his minions took over the complex, a small group of the most senior engineers were separated from the others and taken away. My colleagues assumed they'd been killed. But you think otherwise? We are talking about the finest engineers in the Empire. Rikert knows their value. He would find a way to use them if he could. Return to the Forge Complex. Search the areas near the manufacturing chambers. If you can rescue these men, they will be able to tell us exactly what Rikert has done. Sag mal, da ist denn jetzt aber so ein bisschen das Ideenreichtum ausgegangen, oder? Es ist doch nicht euer Ernst. Oh, toll, diesmal dürfen wir durch den anderen Eingang oder Ausgang oder wo auch immer. Ja, ja, klar, weil jetzt wäre ja das andere wäre ja quasi der Hintereingang, da wären wir ja gleich beim Bosszimmer mit Sicherheit umhauen müssen. Deswegen dürfen wir jetzt einmal die Schleife drumherum drehen und den Trash mit wegmachen. Achso, die leidenden Technikusse, das ist natürlich eine ganz andere Mission. Ja, ja. Aber ja. Wenn die so wichtig sind, ne? Warum haben wir nicht mit der Prio 1 quasi die erstmal gerettet, bevor wir die niedrigeren gerettet haben? Ich hinterfrage jetzt nicht irgendwelche Logiken, okay? Mach einfach die Gegner kaputt, dass wir die Blödel da finden. Das ist ja nicht euer Ernst. Ach, da ist schon wieder so ein... Guck mal, der kann auch eine Flamme haben wie du. Aber deine macht wohl ein bisschen mehr Schaden. Wir laufen weiter nach Süden? Okay. Ich renne erstmal gegen das Tor hier. Gegen ein offenes Tor rennen, muss man auch erstmal schaffen. Ja, ich befürchte, wir werden immer nur die eine Map jetzt abklappern, ne? Es gibt keine anderen Ausgänge. Es gibt nur die zwei Eingänge quasi von unseren... Hauptspiel. Ja, aber da können doch nochmal andere Ein- und Ausgänge spawnen, soweit ich weiß. Also, naja, schauen wir mal. Immer schön dranbleiben, immer schön die Folgen gucken, dann erfahrt ihr auch, ob es tatsächlich nochmal einen Ausgang und Eingang gibt. Boah, das ist ja jetzt wirklich. Das war jetzt. Also, weiß auch nicht. Also, wenn das jetzt der Grund ist, gut. Gibt's noch weitere Ausgänge? Schalte in die nächste Folge. Dinge im Leben, die muss man halt einfach erfahren. Ja, und so weitere Ausgänge und Eingänge, ich finde schon, dass das wichtig ist im Leben, dass man das weiß. Ja, 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 ja. Da gebe ich dir fast recht. Irgendwie ähneln diese überhaupt nicht den Tiermenschen. Irgendwie. Ja, komm, jetzt renne ich weg, bleib im Strahl, Mann.
Technikusse, wo seid ihr? Technikusse, put, 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 put. Ach, Mann. Ich glaube nicht, dass das Hühner sind. So, machen wir ein bisschen Feuer, es wird hier kühl. Ach, guck mal, da ist wieder einer der... So ein Halbboss. Nee, Halbgegner hast du gesagt. Nee, Halbgegner? Ich hab Halbboss, oder? Halbgegner, ja, Halbgegner. Ach so, okay. Ja, ich hab auch einen. Ich hatte einen. Also meiner lebt immer noch, das macht mich echt traurig. So, jetzt ist er. So, oh, da liegt ja noch was Orangenes. Also ich glaube, bei dir ist es eher richtig, dass du läufst. Ich laufe jetzt gerade erst mit dir hinterher. Ach so, okay. Ich lasse die Gegner gerade stehen, wenn ich ehrlich bin. Oh, da ist wieder so ein Halbgegner. Es war's mit dem Halbgegner. Wir laufen im Kreis. Ich hab's gewusst. Ach, Kiste. Hallo, hat sich doch gelohnt. Oh, was Rotes. Das ist eine gute Kiste. Ja, wir sind elegant im Kreis gelaufen. Ja, Moment mal. Ach nee, da oben geht's auch nochmal weiter. Jo! Also gut. Ach, geht weg. Zwerg, mach mal was. Ich guck Zwerg, mal. Wie so ein kleines Pet hier, ne? Ich guck mal, ob da irgendwo was ist. Ich bin nur ein kleines Anhängsel. Das macht mich echt traurig. So. Oh, da kommt was Größeres, aber ist auch weg. Oh, da ist aber was. Das zieht ja Energie ab. Was ist denn da los? Nee, heilen oder was? Ich bleib aber nur ein bisschen stehen, dann heile ich mich wieder. Das passt schon. Oh Herrgott, ey, jetzt... Oh Mann, wir sind echt komplett im Kreis gelaufen. Das ist doch nicht euer Ernst. Wir haben den falschesten Weg genommen, den man nehmen konnte. Wir? Ich bin ja, auch nur dir hinterher gerannt. Nein, wenn ich Fehler mache, sind's wir. Also ich finde das wir an der Stelle unakzeptabel. Wir möchten nicht mehr darüber reden. Ich laufe schon wieder total falsch, oder? Nee, warte mal, da unten ging's auch weiter, oder? Du läufst jetzt nochmal denselben Weg, ne? Und ja, ich weiß, aber nee, links ging's, glaube ich. Ja, genau, da geht's ja, auch weiter geht's hoch. Richtig, genau. Oh Mann. Ja, du hast wieder nur die Fahne nach dem... Nach der Kiste gerochen, gib's doch zu. Ja, ich hab die falsche Ausrichtung. Echt, ohne Scheiß. Ich muss mehr in die Gegnerausrichtung gehen, statt in die Kistenrichtung. Weißt du, so ein Zauber, so nach dem Motto, wo ist der nächste große Boss? Das wäre cool. Dass es so einfach blinkt und gut ist und wir rennen hin. Oh shit. Oh shit, du. Wir haben Gäste. Oh, hallo. Okay, das war's. Mit den Gästen. Keine Gastfreundschaft. So. Wie sie sich noch versucht haben, von hinten anzuschleichen, diese Säcke. Ah, da guck mal, das sind doch hier Technikusse. Oder ist die Mehrzahl vielleicht Technikküsse? Ich hab keine Ahnung. Jetzt bleib doch mal stehen. Also gut. Euch befreien? Blöde Frage.
I'm here to rescue you. But... I have cleared a path for you to reach the docks. Go, now, while you still can. There is nothing more to be done here. It is time I returned to Falk and see what he has learned. Wehe, der ist wieder nicht gesprächig. Achso, warte mal, können wir da oben vielleicht direkt raus? Ja, wahrscheinlich. Ich wollte nur eins sammeln. Ey, ich bin super mega gut. Ich bin Level gestiegen. Wie die Gegner halt immer aus dem Nichts spawnen, ne? So diese Pseudoportale immer. Okay. Wie, du bist nicht redebereit. Er ist. Oh ja. Jetzt ist das weg. Ist doch nicht dein Ernst. Du kleiner... Ist weg. In dem Moment, wo wir hingelaufen sind, war es weg. Och man. Oh, ich habe was Rotes gekriegt, aber ist für ein Bobo. Ich verkäff das Zeug, dann Einmal mehr. Ja, brauchen wir eine neue Lobby. Das ist doch. Ah ja, jetzt habe ich auch die Stufe mit den 100 Kristallen von allem. Ja. Danke für deine großartige Arbeit. Warte mal, ich probiere noch mal was. Ach, ich kann es nicht probieren. Oder doch, warte mal. Was ist das? Och nee, das machen wir jetzt nicht. Also gut, ja, das war eine super tolle, spannende Mission. Die ist mir auch total noch gar nicht bekannt vorgekommen. Wir werden jetzt ein kleines Breakchen machen, damit er wieder gesprächig mit uns ist. Mal wieder. Bis dann. Hallihallo, noch einmal, er ist jetzt wieder redselig, wir sind wieder da und der kleine dreckige Zwerg, was wir da festgestellt haben, ist auch wieder am Start. Ich versinke im Boden vor lauter Scham. Ja, wir reden ihn an, bevor er es wieder nicht mehr möchte. That was bravely done, my lord. Losing those men would have been a terrible blow to the Empire. I will speak with them at once. When you return, I should have all the information I need to plan. Das ist so geil, wie er bei mir alles wieder abbricht. Ich wollte es gerade sagen. Ja, wir sprechen. I've been speaking to the senior engineers. Rickett was indeed using their expertise to create war machines in service to his dark god. Now we'll use their knowledge to bring his plans to ruin. Tell me. Right now, the forges are in full production, creating weapons and ammunition. Rickett's minions are working as fast as they can, and it's made them careless. In their haste, they've left 10 barrels of black powder scattered around the assembly area. If we detonate those powder barrels, it will kill many of Rickett's followers and bring the forges to a halt. Na dann, gehen wir wieder in den einen oder den einen Ausgang quasi. Very well, I shall see to it. Bei mir redet er noch. Jetzt ist er fertig. Oh nö, ey. Also die haben ja echt ein Quest-Design aus der Hölle. Die haben ja echt alles Negative genommen, alles Beschissene, was geht, und haben es in den DLC gepackt. Wenn es jetzt aber noch... Genug, ja, und es fehlt aber auch an ausreichend Ausrufezeichen. Ja. Das ist immer pro Session scheinbar begrenzt. Okay, es läuft keine Zeit. Das wollte ich nur sagen. Jetzt läuft noch die Zeit wahrscheinlich. Ach Gott, was ist denn jetzt los? Kommen die alle angerannt wie die Deppen hier? Wie viele Fässer sind's? Achso, die Montagehalle erreichen. Oh, wo haben sie jetzt die Montagehalle versteckt? Oh, warte mal, ein Halbgegner. Da ist eine Kiste. Das ist schön. Und was Rotes. Während du schnitzelst, könnte ich ja mal kurz was gucken. Wir haben doch gerade irgendwas gekriegt, oder? Den Widerhaken. Wo soll das sein? Um irgendwelche Fähigkeiten, hätte ich jetzt mal behauptet. Ich habe aber auch nicht nachgeschaut. Ach, da ist er. Nicht in der Stimmung, nochmal umzuskillen.
Oh, der letzte, kannst du dich das, die letzte Fähigkeit, die wir kriegen, oder Fertigkeit ist cool. Chance auf Vergiftung und Schaden plus 20%. Das würde ich mir holen, wenn wir es kriegen. Wahrscheinlich vom Bosskampf. Ja, aber dann musst du den Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich nochmal hochschrauben, damit man auch tatsächlich den Effekt sieht. Oh, ich habe da was gefunden. Ups, ich komme. Oh, das hört sich ja bestialisch an. Oh, was hast du denn da? Aua! Okay, dann eben so. Ich hab einmal gerüpst und dann stand das Ding da vor mir. Ich weiß nicht, wo das herkam. Ich glaube, ja, das Bier war schlecht. Es ist gleich weg. Und der grunzt ist zum Abschluss. Ein Todesgrunzer. Aber ich merke schon, als Zwerg würdest, also wenn du wirklich das alleine spielen würdest auf den Schwierigkeitsgrad, da hackst du aber ganz schön auf die Gegner rum teilweise, ne? Ja, das dauert halt immer, bis man seinen Schaden ein bisschen oben hat. Ist halt nicht so, wie dass ich einmal hier auf den Knopf drücke und dann das nicht. Hey, das ist das Beste an dem ganzen Spiel. Ich muss nur einen Knopf drücken. Oh, falsche Taste. Huh, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich habe Eskalation betrieben. Wie, ich muss... All, what? 30 Fässer? Wollt ihr mich verarschen? Was sind denn die Pulverfässer? Die sind rot markiert, die siehst du nicht? Die sind da mit Ausrufezeichen. Achso. Ja gut, mit Ausrufezeichen haben wir ja ein bisschen gute Erfahrung gemacht bisher. Ja, das wahrscheinlich ist nach dem 29. fehlt das 30. Ausrufezeichen dann. Ist ehrlich gesagt auch meine Angst, wenn ich ganz ehrlich bin. Darum halte ich gerade... Nein, da ist nicht... das würden die ja getestet haben. Das würde... Oh, ich hab's dir fast abgekauft, so imbrünstig, wie du es erzählst. Da denk ich mal, ja, bestimmt, Moment, du verarschst mich. Die haben das mit Sicherheit einmal durchgespielt, bin ich mir sicher. Ja, wenigstens haben wir eine Kiste gefunden. Was ist das, Sackgasse? Ja. Also, Kistengasse. Eine Kistengasse. Und du hast dich beschwert, die haben auf dich gehört, zack, haben sie eine Kiste reingeflackt. Ja. Jetzt haben wir nur noch 28 Fässer vor uns. Vielleicht haben sie aber auch einfach nur an dich gedacht und haben sich gedacht, Mensch, der oh, Alex, der ist immer so richtig motiviert, wenn er Kisten findet. Da packen wir einfach nochmal eine mehr rein und dann spielt er noch 5 Minuten länger das Spiel. Ja, der Kisten-Chunky. Wir müssen ihn hier gut stellen. Ich muss ja echt sagen, ich bin die ganze Zeit zum Überlegen, würde ich das jetzt ganz allein für mich spielen. Ich glaube, ich hätte es abgebrochen. Weil mir das einfach zu langweilig jetzt wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also vom Quest-Design her, Story ist auch für ein Bobo. Ja, ja. Ich gebe dir da wahrscheinlich sogar recht. Ich wüsste nicht, ob das jetzt ein Spiel wäre, was ich solo, sag ich mal, auch sehr lange spielen würde. Ja, jetzt nervt mich doch mal nicht alle hier. Ich werde alle bedienen. Okay, hier waren Kisten. Die sind jetzt alle kaputt. Aber mit Loot wird man zugespammt, ne? Also zwar jetzt nichts Brauchbares, aber ohne Ende. Ja, aber das ist normal bei solchen Spielen, dass du einfach nur ständig irgendeinen Rotz bekommst. Oh, noch eine Kiste. Eieiei, wo kommt denn die alle her? Finde ich ja grundsätzlich nicht mal so schlimm. Solange halt hin und wieder mal tatsächlich was Gutes dabei ist, aber keine Ahnung, also dadurch, dass die Sachen jetzt halt gesegnet sind, so ja. Wirklich ein Upgrade habe ich jetzt halt schon sehr lange nichts mehr gefunden. Ja, und ich muss zugeben, ich bin echt zu faul, da jetzt großartig zu gucken, wenn man das noch abzieht und sonst was. Genau, das ist es halt. Es wäre halt gut, wenn die Items quasi ohne Segnung vergleichbar wären. Oh, ja. Da ist oder was so das. Soll ich jetzt gefunden? Abschiebefrisur? Abschiedsliedfrisur. Okay, Abschiebefrisur. Du wirst abgeschoben. Als Zwerg bist du nicht mehr hier gewollt. Auf Wiedersehen. Boah, ey, wir haben erst 5 Fässer, ne? Wir haben 5 fucking Fässer erst. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist ja wie ein Fass ohne Boden. Mhm.
Ich bin ehrlich gesagt gerade echt am überlegen, ob ich einfach nur durchrenne, schaue, wo die Fässer sind und wegmache. Weißt du, was wir hier machen, um mal auf den Wattwitz-Train aufzusteigen? Wir schlagen dann fast den Boden aus. Ja. Ja. Oh, ich laufe mal runter zu den Fässern. Ich laufe mal hoch zu den Fässern. Also, wenn ich hochkomme. Bevor du fertig bist. Super Speed Next Level. Master of Disaster freigeschalten. Okay, blinkt bei dir nochmal irgendwo was? Ja, bei mir sind da drei Fässer mal in direkter Nähe. Ich guck mal kurz in die Ecke da, ob da noch was blinkt. Moment. Nein, okay, ich komm wieder. Naja, geht mal weg da, komm. Na gut, dann mache ich euch halt schnell weg. Ah ja, in meine Richtung geht's dann auch weiter, dass du nochmal zwei Fässer eingezeichnet haben. Wenn ja, hier ein bisschen weiter geht. Ich komm. Lauf schon mal vor, ich folge dir. Ja, ich habe hier noch eins in der Scheune. Ein Scheunenfass? Wo bist denn du? Ach, da oben schon. Mhm. Wie könnte ich dann die kurzen Beine so hoch so schnell dahin tragen? Vor allen Dingen das Gewicht, was die tragen müssen. Angst vor den Gegnern. Angst vor den Gegnern. Ich weiß gar nicht, was für einen Motivationsschub das gibt. Vor allem, wenn man allein unterwegs ist, ja, dann weiß man nie, was da einen über den Weg läuft. Bin wieder da. Oh, guck mal, da hinten, da ist ganz viel Fässer. Siehst du das? Ja. Naja, mehr gibt die Map nicht mehr her, sagen böse Stimmen. So ins letzte Eck nochmal. Ah ja, komm, da packen wir gleich nochmal 15 Fässer hin. So sieht es aber auch gerade aus, ne? Ja. Wahrscheinlich auch mit einem kleinen Endgegner, natürlich. Ja, mach du mal hier. Endgegner ist gut. Ja, beeil dich. Ist tot. Ach komm, das ist cool. Hallo? Was denn? Ist es, tut mir leid. Tut's dir nicht? Nee, tut's mir nicht. Zugegeben. That is the last of the Das war jetzt aber wieder. Das war schön. Der ist so schön zu mir hingerannt und ich habe halt nur drei meiner Strahldinger gemacht und dann war es halt um ihn geschehen, die arme Sau. Wie kann der auch mitten da einfach reinrennen? Das ist halt KI. Ja, wir sollten wieder die Taktik machen mit: Du hast den ersten Schlag. Ja, ich hätte wenigstens den Gegner mal ganz gern gesehen. Ja. Hey, Moment, da liegt ja was Rotes. Wo kam das denn her? Vielen Dank. Ich weiß nicht, ich kann mich immer viel zu sehr mit dem kleinen Geschiss aufhalten. Obwohl es eigentlich ziemlich unnötig ist. So. Wehe. Wollen wir schnell wetten? Es ist da. Komm, wir reden ihn gleich an. Set off the powder barrels, Master Falk. Made a right mess of the assembly area, or I'm no dwarf. I heard the explosions from here. Trust me, it will be some time before the forges are up and running again. Now we must deal with the traitor himself. Prepare yourself and return to me when you are ready to put an end to Rikert and his. Das war so schön, dass es wieder bei mir abgebrochen ist, als er gerade sagen wollte: Und jetzt reißen wir dem Gegner den Arsch und weg. But the traitor is far from beaten. In fact, I believe this will be our toughest battle yet. Oh, ja. Centuries ago, before the Empire was torn apart by civil war, the Imperial Engineer School used dwarf steam technology to create the steam tank, a fearsome war machine armed with the Empire's most powerful weaponry. The steam tanks were terrifying engines of destruction, but they proved difficult to operate and even harder to maintain. Only a handful were ever built. And what's this got to do with us, exactly?
Rikert's master plan was to create copies of the steam tanks, powered by a combination of technology and chaos magic. Fortunately, the process failed, but Rikert managed to build and arm several tank hulls, which have been gathered at the Foundry's Proving Ground. Those war machines are the only weapons Rikert has left. He'll use their cannons to destroy the Foundry, or perhaps even bombard Nuln itself. Testgelände erreichen, na klar. Das ist auch da, wo die Moment. Ich muss erstmal hier fleißig beschenken. Ja, komm. Alles wegwerfen. Ich meine spenden natürlich. Moment mal, wenn ich den segne, dann ist damit sofort besser. Wir haben es sowieso gerade. Ich bin schon fertig. Ja, aber jetzt bin ich gerade nicht fertig. Segne, wie du noch nie etwas gesegnet hast. Hab ich eigentlich schon alles gesegnet? Ach nee, es ist ja, ich könnte auch noch zwei was segnen. Ach, ich war damit. So. Ja, wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht bei dem Boden. Du bist ja so gut getarnt. Der kleine Dreckszwerg. Wow. Oh, das ist sogar ein Set-Item, was ich da... Die Abschiebefrisur ist ein Set-Item. Oh nein, hör mir auf. Wenn ich die ganze Abschiebe-Set zusammen habe, dann muss ich gehen, glaube ich. Ja, dann müssen wir farmen. Dann farmen wir jetzt, wie wir noch nie gefarmt haben. Na? Können so, wir mal was friedlich mal lösen? Das wäre mal lustig. Nein! Ich wette mit dir, die wollten mit dir sprechen, aber du hast es nicht zugelassen. Die haben so genuschelt. Guck mal, die haben ja auch so komische Kapuzen auf. Da kannst du doch gar nicht reden. Du meinst, die haben wieder rumgenörgelt. Ja, genau. Oh nö, der Zwerg, mit dem will ich nicht reden. Oh, sind die schon wieder da? Die waren doch gerade vor 5 Minuten da. Was machen sie denn jetzt schon wieder? Oh, hallo! Oh, da ist ja wieder ein Halbgegner. Diesmal gucke ich gleich hin, bevor du den wieder wegschnitzelst. Ist weg. Mhm. Ich habe auch mal mit draufgehauen, so zwei Schläge. Das ist gut. Das war auch wichtig. Der hätte mich fast weggemacht. Du bist gestorben, ja. Ich war kurz davor. Ey, das ist halt echt so, ne? Die haben nur dieses eine bescheuerte Gebiet. Und die vermehren sich wie die Karnickel, die Gegner. Ich weiß nicht, was die da immer machen in den Pausen. Das muss ja bei denen echt fix gehen. Zack, und wieder 20. Och, jetzt sind... Ah, noch so einer. Ja, gut, dann. Ja. Komm, jetzt schubst du mich weg. Ich hab einen Schlag gemacht. Einen! Ja, ich auch. Ich hab nur zwei Zauber gewirkt. Ich schwör. Schalalalala. Oh, warte mal, da oben ist auch einer. Jetzt geh ich mal zu dem hin. Ja, jetzt willst du es wissen. Ja, super, er rennt gleich wieder weg. Ich mach mal nichts, ne? Sitzt deiner. Den darfst du ganz alleine machen. Ui, epischer Kampf. Sehr epischer Kampf. Das muss ich schon sagen. Wow, hin und her. Schweiß tropft auf die Straße. Wow. Sehr episch. Also möchte ich mehr sehen. Bitte sehr, dann lass mich halt da. Ich greife nicht mehr an, ich beobachte nur noch. Ah, guck mal, noch einen epischen Kampf. Und wie sie schlagen. Jetzt lädt er seinen Schlag auf, aber der Zwerg, er gibt einfach nicht nach. Ich kommentiere den jetzt, ne? Warte mal, ich muss meinen Heiltrank sogar trinken. Meine Güte. Der Gegner holt aus. Der Zwerg, Rabost. Nee, nicht Rabost, Rapunzel? Nee, wie heißt es? Oh Gott, ich bin gestunt, Hilfe, Hilfe. Was wie Hilfe, okay. So ist weg. Ich kann dann aber meinen Heiltrank drücken, weil ich gerade noch Cooldown drauf hab. Ach, schön. Aber tapfer. Sehr tapfer, wie du dich der Übermacht gestellt hast. Das ist wirklich zwergenhaft. Zu sehen, du bist eigentlich auf verlorenem Posten, aber du stehst deinen Zwerg und machst die Gegner weg.
Ja. Huch, wo kommt der her? Das wird das so einer, der komisch leuchtet. Ein Leuchtegegner. Ja, wie ihr jetzt spawnt ihr hier? Geht mal weg. Ist ja furchtbar. Ein Kistchen. Nur Schrott. Man merkt einfach, dass der Magier komplett overpowered ist. Ja, ist er auch. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe ihn aber auch. Ich spiele ihn aber auch falsch, ne? Also. Ich verlasse mich halt da voll auf dich als Denk. Ich würde sagen, nachdem du so viel Schaden machst, machst du ja alles richtig. Die Frage ist, ob ich aus dem Zwerg noch mehr rausholen könnte. Vermutlich schon, aber. Naja, das Problem ist halt. Wenn ich alleine spielen würde, würde es nicht hinhauen. Weil ich einfach nicht so viel einstecken kann. Ich würde halt nur durch die Gegend rennen, also wird es auch wieder gehen, glaube ich. Naja, mal gucken. Ich glaube nicht, dass du das Spiel eh nochmal alleine spielen wirst. Na, doch, doch, ich will mit jedem Charakter einmal durchspielen. Komplett. Alles. Auf Chaos-Szenen, ne? Ja, natürlich. Weil ich bin ja auch so ein Typ, der steht auf sowas. Das permanent und immer wieder zu spielen. Jetzt kommt der Spieler von hinten an. Was ist denn das? Die Hinterpforte ist geschlossen. Schon wieder halb im Kreis gerannt. Ja. Ja, wo die nur wieder ihren Testgelände versteckt haben. Super, rennt aus meinem Special raus. Soll ich helfen? Ach komm, das machst du schon. Heldenhaft. Ausnahmsweise hier. Also die Ausnahmsweise. Es ist ein Brief unterwegs von der Zwergengilde. Die wollen dir Zwerg des Monats die Auszeichnung geben. Das freut mich. Auf die habe ich hingearbeitet. Jahrelang, ja. Was meinst du, was ich die Zwergenhandelbank gedrückt habe, ja? Bis ich endlich so stark geworden bin, dass ich eine Axt überhaupt hochheben konnte. Die Mama hat mich immer ausgelacht. Die hat gesagt, ich soll Zwergenbanker werden. Zwergenbanker. Zwergenbanker. Aber das war nie meine Art. Ja, ich habe immer schon anderen Leuten auf die Fresse gegeben. Ja, kannst, also dein Bild wird dann auch über den Lokus der Zwergenvereinigung gehangen. Ach, was wollt ihr denn? Verschwindet im Schacht der Geschichte. So. Oh, da leuchtet wieder einer. Jetzt sag mal, bleib doch mal stehen! Oder einfach ab hier. Jetzt. Ja. Und außerdem wissen wir doch, das haben wir doch schon mal diskutiert. Ich meine, dass du so viel Schaden machst, liegt ja auch nur an mir. Ja, wenn zu 1% mein Proc-Chance kommt, dass du mehr Schaden machst. Natürlich! Ja? So schnell wie ich zuhaue, passiert es mit Sicherheit ganz regelmäßig. Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also, da gibt es gar keinen Widerspruch. Wärst du nicht da, würde ich 0 Schaden machen. Ja. Willst du? Oh Gott, das ist wieder so einer von den Grünen. Ich kann nicht so gut mit Grünen umgehen. Na gut. So. Ich dachte eigentlich, dass es abbaubar ist. Na klar, er ist grün. Was habe ich denn da sich eingesammelt? Was soll denn das? Oh Mann. Oh. Huch. Da wollte ich doch gar nicht hin. Ja, ist ja gut. Ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig. Wie gut kann man ein Testgelände eigentlich verstecken? Ah ja. Ah, wir sind wohl... ach so, wir müssen raus... Wie, es gibt ein neues Gebiet. Jetzt hör aber auf. Ja, da wird uns jetzt mit Sicherheit der Endboss mal kurz vorgestellt, so nach dem Motto, hey, na, wenn ihr noch 20...
20 Mal durch irgendwelche Areale, also immer durch dasselbe Areal drin. Dann könnt ihr vielleicht mal gegen mich kämpfen. Das ist halt echt. They have given you to me as a gift, so that I may have my revenge. Die haben Panzer. After I've blown you to pieces, I'll turn this foundry into your tomb. Ich hab einen Zwerg. Wie jetzt ist der Bosskampf? Echt jetzt? Nee. Nee, das glaube ich nicht. Doch, was, aber, hä? Der ist immun. Der ist immun, hoppla, da. Der ist auch immun. Au. Die Kopien des Zampfkessels zerstören. Was sind denn die Kopien des Zampfkessels? Ach so. Die Dinger? Die werden jedenfalls rot. Ah, jetzt guck mal. Gibt sich was. Okay. Nein. Ey, bleibst du mal da? Wieso dreht sich das nicht mehr? Keine Ahnung. Wir müssen erstmal die Taktik hier. Macht der jetzt was? Kann man den jetzt verletzen? Nee. Ach, die richtige Reihenfolge oder was? Ja, warte mal, nee, da oben rechts dreht sich wieder. Jetzt da ist er wieder. Ja, bei mir auch. Wieder draufhauen. Ich glaube nicht, dass ich meinen rechtzeitig wäre. Okay, meine ist down. Ach, das ist einfach nur auf. Ist einfach nur auf Zeitspiel, ne? So, welcher dreht sich? Ja, ja, ist ja gut. Ist gar keiner. Ey, hören Sie mal auf hier. Ah, jetzt dreht sich der. Ich setze mal meinen Strahl da rein und gut ist. So. Ah, da ist auch noch einer. Ach, da wird's ja angezeigt. Oben in der Leiste wird's angezeigt. Wie viele weg sind, aber. Nee, welcher sich dreht. Der, was rot ist, komplett rot, der hat sich gedreht. Achso. Aber jetzt ist eh egal, jetzt haben wir eh nur noch die da unten. Ja. Das heißt, nur noch die Stellung halten. Ich schieße die mal an, damit ich die irgendwie aufheize. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Glaube ich nicht, weil sonst hätte ich als Zwerg komplett verloren. Ja, weil die werden halt rot, ne? Wenn man drauf schießt. Als ob die sich aufheizen mit irgendwas. Ich glaube ja, das ist halt. Naja, du machst halt jetzt keinen Schaden gerade. Oh, ich komme nicht durch, Mann! Oh, super. Das ist halt echt aushalten einfach, ne? Das ist einfach nur aushalten. Na gut, das ist ja nicht so schwer. Nee, ist es auch nicht. Frustriere mich schon mal. Na komm, jetzt dreh dich. Dreh dich. Dreh dich. Wir haben aber auch schon ziemlich viel Unordnung hier hinterlassen, ne? Wenn du mal so auf den Boden guckst. Ah jo. Ah, jetzt sehen sich wieder beide. Okay, haben wir noch einen. Ah komm, ich dachte es reicht. Nein, 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 nein. Was willst du jetzt? Ich habe keine Zeit für dich. Wir müssen Kisten hier, Dinger kaputt machen. Geh weg. Wir machen hier die Lootkisten auf. Mensch. Ja, also wir haben einen Berg voll Leichen hier hinterlassen auf jeden Fall. So, was macht denn der da oben für Schüsse? Hat er überhaupt was zu melden? Oh, ich bin ja verletzt. Was soll denn das? Du stehst ja auch mitten im Panzergeschoss drin. How dare you? Jetzt. Abomination. Das war's?
Nein, nein. Den müssen wir mit Sicherheit schon nochmal irgendwann schlagen. Ja, sicher? Jetzt ist der abkaut. Guck, jetzt ist der abkaut. Wir haben nicht mal gegen den Reichhalter gekämpft. Solange der noch auf freien Fuß ist, macht der noch irgendein Blödsinn. Wir haben doch seinen tollen Super Trooper Deluxe Panzer hier angedingsbumst. Okay, nirgendwo mehr Loot? Ja, dann gehen wir raus. Und ich will ihn gleich an. Raggy Axbiter, you've saved the Imperial Gunnery School as well as countless innocent lives. I'll be sure to tell Magnus of your courage and skill. No need for that, Master Falk. It was a hard-fought battle. That's reward enough for the likes of me. Ah, wieder ist tot. Das war's? Actually, it's Headmaster Falk now. With Rikert dead, I've ordered the gates to be opened and the rest of the engineers to report for duty. We'll get the foundries back. Super, jetzt sind wir nichts mehr von Belang und. Ja, scheint tatsächlich, das war's. Ne, jetzt krieg ich meinen Giftbeutel. Jetzt! Echt jetzt! Ja, aber was will ich denn jetzt mit dem Giftbeutel? Wer spielt in das Spiel freiwillig noch mehr? Entschuldigung, aber was soll denn das? Okay. Ja, gut, aber das war jetzt ein sehr kurzer DLC. Also, ja gut, ich meine, die haben natürlich den Content geschickt gestreckt. einfach indem sie hin und wieder mal die Ausrufezeichen vergessen haben. Ja. Geschickt gestreckt. Oh mein Gott. Der war ja richtig. Kann nicht mal passieren. So, ja gut. Wobei ich jetzt, muss ich jetzt sagen, ich fand jetzt die Dampfpanzermission eigentlich ganz nett gemacht. Wenn das Spiel mehr solche Sachen gehabt hätte, dann wäre es sicherlich auch cooler gewesen. Aber ich meine, wir haben es jetzt schon mehrfach während dem Spielen ja quasi schon gesagt, immer dieselben Gegner zum 25. Mal durchrennen und immer dieselben Gegner in denselben Gegnern zu töten. Das wird halt irgendwann schon so ein bisschen repetitiv. Ja, dem werde ich jetzt nichts mehr hinzufügen, du hast es perfekt wiedergegeben. Nur schade, dass wir nur Legendenstatus 59 haben. Ja, aber wir sind ja auch die Sieger der Herzen und die Helden von Warhammer, also das muss ja auch mal ausreichen. Ja, ich meine, es kommen ja noch ein paar Warhammer-Spiele, da können wir unseren Ruf noch ein bisschen ausbauen. Ja, das stimmt. Gut, würde ich sagen, war's das, oder? Ja, ja. Dann bleibt mir nur eins zu sagen, vielen Dank für die Leute, die, ich muss es echt sagen, sich da mit uns durchgequält haben am Schluss. Wer noch dran geblieben ist, Respekt, kriegt ein Küsschen aufs Nüsschen und wir würden euch ja einen Daumen hoch geben fürs Zuschauen, aber YouTube kann das leider nicht. Wir würden euch sogar abonnieren. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns zu einem nächsten, zum anderen Let's Play, Koop, was auch immer wir uns wieder ausdenken. Und bis zum nächsten Mal. Die letzten Worte gehören dir. Nö, ich mag nichts mehr. Das, ich hoffe, im nächsten Spiel nimmst du wieder eine Klasse, die etwas ausbalancierter ist. Ansonsten hole ich Claptrap. Oh nein, okay. Tschüss. Tschüss.